Und hier ist Deutschlands Traumduo auf dem Eis. Aljona Savchenko und Bruno Massot mit ihrem Kurzprogramm zu Caro Emeralds Titel That Man. Aljona Savchenko und Bruno Massot. In ihrem ersten gemeinsamen Jahr gewannen sie Silber bei der EM und Bronze bei der WM. Das große Ziel heißt Olympiagold 2018. Dafür haben sie vor dieser Saison extra mit einem Eistänzer dieses tänzerische Wettkampfprogramm einstudiert und den künstlerischen Anspruch dadurch noch einmal deutlich erhöht. Aber auch sie riskieren gefährliche Wurfelemente und beim Grand Prix im November in Frankreich verletzte sich Aljona Savchenko dabei am Fuß und kann diesen noch immer nicht voll belasten. Und deshalb musste schon das Weltcup-Finale im Dezember abgesagt werden. Auch hier in Ingolstadt haben sie nicht alle Höchstschwierigkeiten zeigen können, aber es war dennoch schön. Immer wieder atemberaubend, wie hoch das Kraftpaket Bruno seine zierliche Partnerin beim Twist wirft und dennoch wieder butterweich auf das Eis setzen kann.